Bondfieber in Berlin. Zur Deutschlandpremiere des 24. Agentenabenteuers waren Daniel Craig, Naomi Harris und Christoph Waltz in die deutsche Hauptstadt gekommen, um Spectre den Fans vorzustellen. What was your first meeting with Christoph Waltz now? Very quiet. Why? He did all the talking. Warum würden Sie sagen, dass James Bond immer noch der beste Spion schlechthin? Weil er nicht wirklich was herausfinden muss, der weiß ja schon alles. Und deswegen kann der ziemlich elegant und souverän sich den schönen Frauen widmen. What is so special about Moneypenny that she is the only constant woman in Bond's life? I think she's the only one who doesn't cross the line with him. And I think that's really important because I think that's the only way they could work with each other is if they don't cross the line. I think they play with that sexual chemistry, but they never do anything about it, unfortunately. Trotz frostiger Temperaturen nahm sich James Bond alias Daniel Craig jede Menge Zeit für Selfies und Autogramme. In Spectre ist er zum vierten Mal als James Bond auf der Leinwand zu erleben und das ab 5. November.